Sarkos. Ich bin Sarkos, der Löwenjäger. Ja. Das ist eine ziemlich gefährliche Gegend hier. Was führt dich her? Bring mir was bei. Das kann ich tun. Ich verstehe viel von der Jagd. Allerdings wirst du für mein Wissen bezahlen. No. Ich suche die räudigen Bastarde. Die werden dich töten. Aber bitte, ein Stück nordwärts ist eine Höhle. Aber wenn du dorthin gehst, wird man von dir nur noch ein paar blanke Knochen finden. Ich nehme an Zubens Prüfung teil. So? Dann bist du mein Konkurrent und damit ein mögliches Problem. Und Probleme müssen beseitigt werden. Nun wirst du sterben. Ja, genau. Tschüss. Bleib stehen. Sarkos. Und da war die Schale. Einfach alle beseitigt. Ich bin schon Arsch. Aber ja, mögliche Probleme müssen beseitigt werden. Da hat er vollkommen recht. Oh, damit habe ich wieder bei den Nomaden einen Stein im Brett. Ein weiterer Diener Belias ist gefallen. Mit jedem weiteren wird Belias schwächer. Was? Da! Da! Ich wollte gerade sagen, hä? Okay. Ich dachte, hier wäre ein räudiger Bastard drin. Scheint ja nicht der Fall zu sein. Nein. Aber hier. Ah, naja. Da kenne ich bessere Truhen. Okay, dann erst räudige Bastarde oder erst... Ahaha! Was haben wir denn da? Los. Dann halt die. Nee, wir gehen erst in die Oase darunter. Das wird mir besser gefallen. Und dann machen wir uns auf zu den räudigen Bastarden. Hier dürfte es sowieso nicht viel geben. Ein Feuergolem müsste hier sein. Genau. Das war es eigentlich auch schon. Feuerwarane. Weiß ich auch noch. Ja, da. So, das war es auch schon.
Jetzt noch den Feuerwaran da mitnehmen. Und die ganzen Pflanzen natürlich. Da sind die Nomaden, aber da waren wir schon. Ist sogar nur ein Feuerwaran. So, und ich weiß, dass dieser Ukrasal uns auch prüfen will. Allerdings brauche ich für diesen Ukrasal 220 Stärke. Und wie ihr seht, ist meine Stärke gerade mal bei 87. Das wären 3, dann hätte ich 190, das wären 33 Lernpunkte. Und ja, ich habe 61 Lernpunkte, dann plus die 20, dann würde ich auf 53 kommen, ungefähr 53 Lernpunkte. Und dann könnte ich Meister der zwei Klingen lernen. Das ist richtig. Aber dann kann ich den Wassermagier nicht mehr lernen. Und da ich lieber erst den Wassermagier lernen will, bevor ich Meister der zwei Klingen lerne, hat sich dieses Thema eigentlich erledigt. So, auf geht's zu den räudigen Bastarden. Jede Menge Königsdisteln. Das erfreut mein Herz. Ohne Kaktusblüte. Ich dachte jetzt hier Wolf, wieso Wolf? Gefallener Soldat, okay. Da ist noch eine Königsdistel. Die 6 bitte. Ein Löwenfell. 5 Löwenfälle brauche ich, glaube ich, ne? 2 habe ich, okay. Gut, jetzt nehme ich mal einen Mana-Trank. Habe ich ja schon lange nicht mehr gehabt. Weil jetzt wird's kritisch. Jetzt wird's heftig. Jo. Und wie man sieht, geht's direkt gut los. Ja. Yeah.
Oh, nimm ihn doch ins Visier. Danke. Ja, visier den richtigen an, Mensch! Halt! Ja! Vollpfosten! Vollpfosten! Anstatt den richtigen anzuvisieren. Nein, wir nehmen lieber den hinteren, weil wir ein vollkommener Bastard sind. Hirnamputierter Trottel. Manchmal, wie gesagt, ich könnte immer, wenn das passiert, könnte ich die Engine nehmen und einfach nur gegen die Wand hämmern. So. Vier. Oh. Hier ist etwas, was ich nicht sehe. Schwere Truhe. Inquisitor. Sehr gut. Okay. Dann würde ich sagen, haben wir die fünf Fälle, oder? Haben wir 5 Fälle? Ja, wir haben 7 Stück. Das ist gut. Damit bin ich zufrieden. Jetzt gehen wir noch zu dem Brunnen. 55, der Brunnen vor der Stadtprüfung. Das ist eine kostbare Schale, okay. Weil wir wollen ja schließlich alles erkunden. Ich bin gerade am Überlegen, ob das anders vielleicht schneller gewesen wäre. Ich gucke jetzt mal, wie weit der Brunnen noch entfernt ist, wenn ich hier auf dem Felsen stehe. Ja, okay, der ist da. Nee, von Ishtar wäre es genau dieselbe. Oh nein. Oh, Glück. Glück gehabt.
So. Inquisitor. 3 Stärkepunkte zu wenig. Habe ich nicht. Okay. Gut, gut. Zu dir muss ich. Nee. Willkommen an den Brunnen von Ishtar. Ich bin Giacomo. Wenn du Wasser kaufen willst, bin ich dein Mann. Zeig. Aha. Der ist oben, bei den anderen Brunnen. Ach so. Anderer Brunnen. Sehr gut. Guckt mal hier. Schöne Pflänzchen. Da muss ich auch noch hoch, das sind Golems. Königsdistel! Heilwurzel! Felsnässe! Noch eine Königsdistel und eine Zauberwurzel. Ich weiß gar nicht, was ich mit so viel pflanzen soll. So, Heilpflanze noch. Sehr schön. Du solltest mich besser nicht stören. Wieso? Hast du Angst, dass du die Hand abschneidest oder was? Wenn ich dich störe. So, Kaffer. Makas schickt mich. Ich soll dir helfen. Makas? Er ist schon ziemlich lange da oben. Warte, was ist das? Schakale, los, machen wir sie fertig. Ja, genau. Ich werde das Biest töten. Dem hast du es gezeigt. Schakale greifen an. Diese verdammten Drecksviecher. Manchmal greifen sie sogar zweimal. Verdammt. Sie sind bei den anderen Brunnen. Mehr Schakale. Los. Schon wieder eins von den Viechern. Du stehst im Weg. Ey, mein Schakal. Sollen die Würmer dich fressen? 45 Erfahrung hast du mir geklaut. So. So, diese Mistviecher denken, sie können uns zum Narren halten. Denen haben wir es aber ganz schön gezeigt. Also, wo waren wir? Makas schickt mich. Richtig. Dann erlege die Rudelführer dieser dreckigen Schakale. Wo treiben sich die Schakale rum? Sie kommen den Hügel runter. Dort oben ist auch eine Höhle. Okay. Das ist eine der beschissensten oder eine Mission, die ich am wenigsten mag. Ich hasse die eigentlich. Das ist so eine dumme Mission. Ich finde die so unnötig.
Herz eines Feuergolems. Das Problem an diesen Schakalen ist einfach, die wandern umher. Und deswegen kann diese Mission sehr, sehr lange dauern. Zum Beispiel hier war jetzt keiner bei. Ich weiß, einer ist auf jeden Fall in der Höhle. Der geht da auch nicht raus. Aber das ist auch der einzige von den beiden. Einer ist ungefähr unten bei den Ruinen und der andere, der ist immer so hin und her am Wandeln. Den finde ich meistens nur mit Glück. Aber der ist auf jeden Fall hier in diesem Gebiet. So, eine Flammenbeere habe ich da hinten erglupscht. Sehr schön. Okay, da war einer bei. Oh, eine schwere Truhe. Abgebrochen. Mit Runenschwert. Dann gucken wir doch mal, was das Runenschwert so kann. Blitzschlag, Eislanze, Feuerball, reiner Erzroding. Waffen aus reinem Erz. Okay. Sobald wir die Prüfung von Zuben haben, beende ich auch den Part. Da ist doch was Schönes. So, das war der zweite Rudelführer. Und der dritte ist da irgendwo unten, wo wir sowieso noch hin wollten. Drei Rudelführer. Die Mission haben wir also bestanden. Jetzt gehen wir trotzdem nach da unten. Es ist wieder so typisch Gothic 3. Er wählt die hinteren an, aber nicht die vorderen, die als erstes auf ihn zukommen. Ja. Gut, wieder, wie gesagt, ein bisschen umsehen. Schön die hohen Stellen. Bis zu der Schneise da. Und mehr auch nicht.
Weil den Rest haben wir ja, wie gesagt, schon. Hier war ich allerdings noch nicht. Mal ein Ausdauertrank. Vielleicht ist hier ja noch irgendwas. Aber das scheint mir nicht der Fall zu sein. Okay. Yippee-yay. Okay. Als ich das erste Mal Gothic 3 gespielt habe, das war ja noch die ungepatchte Bug-Version des Todes. Ich fand die Assassinen sehr interessant, muss ich gestehen. Also das hat mir so, der Strang hat mir irgendwie am meisten gefallen, der Assassinen-Strang. Ich bin aber dann doch irgendwie auf einen Ork-Söldner gerutscht. Habe ich gedacht, komm, ich werde Ork-Söldner. Na, irgendwie bin ich da so abgerutscht. Eigentlich wollte ich Assassine werden und bin aber dann auf einen Ork-Söldner irgendwie gekommen. Keine Ahnung wie. Ja, dann war ich Ork-Söldner. Hab die ganze Zeit Mission für die Ork-Söldner gemacht. Ja, und dann habe ich so gemerkt, ich krieg ja kaum Ruf bei den Orks. Ich kann mir ja kaum bessere Rüstungen holen. Habe ich meinen Rebellenruf gesehen. Ich so, ach, bei den Rebellen habe ich ja ziemlich guten Ruf. Ja, und dann wurde ich kurzerhand vom Assassin zum Ork-Söldner. Und dann war ich auf einmal Rebell. Ein Königstreuer. Ja, und dann habe ich mich kurzerhand für Innos entschieden, weil ich noch gar nicht wusste, dass ich die Möglichkeit bei Xardas hatte. Ich hatte einfach nur so die 5 Artefakte Adanos, bin dann zu Xardas irgendwann. Ja, und dann hatte ich irgendwie... war ich dann im Kloster von Innos, weil ich ja die Artefakte hatte. Also ich bin erst zu Xardas, der wollte die Artefakte haben. Ich so, yo. Dann gehe ich zu Roba. Roba sagte mir, ja komm wieder, wenn du die Artefakte hast. Ja, dann war ich im Grab von Akasha, hab den da das letzte Teil gefunden. Und... dann bin ich zu Roba, der gab mir das Zepter. Ja, und dann bin ich kurzerhand zu Innos, weil ich den dann im Kloster gefunden hatte. Und ich da so, yo. Nettes Spiel. What the fuck? Da kommen wieder Lurker aus den Wänden. Gefällt mir nicht. Zu schwer. Na dann. Auf geht's. Und wehe, da ist nichts Gutes drin. Da ist nichts Gutes drin. Jetzt sag mir nicht, da ist noch eine Kiste. Nein! Und ich habe die billige Truhe aufgemacht. Och nee. Ja, okay, dann haben wir das hinter uns gebracht. Ich denke mal, ich werde jetzt doch über Ishtar
den Teleport nehmen. Zu dir komme ich später. Jetzt rede ich erstmal mit dem. Fälle der räudigen Bastarde und die kostbare Schale. Dann natürlich die Prüfung abgeben. Jetzt sag mir nicht, der ist wieder hochgelaufen. Der ist wieder hochgelaufen. Och, Jung. Dein Ernst? Sein Ernst. Ich habe die Rudelführer der Schakale erlegt. Gut. Dann werden wir wohl ein bisschen Ruhe vor den Mistviechern haben. Ich glaube kaum, dass die Schakale sich noch einmal hierher trauen. Du kannst Makas sagen, dass du mir geholfen hast. Okay, das werde ich tun. Ishtar. Hier ist deine Schale. Sehr gut. Hast du Zarkos erledigt? Zarkos ist erledigt. Du wirst es noch weit bringen, Vater der Prüfung. So, Makas. Okay. Ich habe Kaffa geholfen. Sehr gut. Dann muss ich ja so schnell nicht mehr zurück. Ich werde Uggrasal sagen, dass du meine Prüfung bestanden hast. Hier sind deine Fälle. Du bist ein sehr Mistkerl. Ich denke, Zuben wird dich gebrauchen können. Oh, jetzt weiß ich jetzt nicht. Jetzt habe ich ein Level abbekommen. 220 Stärke brauche ich, ne? Ich guck mal. Wir gucken jetzt mal. Ich speichere vorher und dann gucken wir mal. Weil ein Level ab werden wir in Murasul bestimmt noch bekommen. Im Tempel von Murasul. Halt, 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 Uggrasal. Prüfe du mich. Wenn du Zubus besondere Aufgabe meistern willst, musst du erstmal den Kampf mit zwei Waffen meistern. Ich werde dich unterweisen. Würdest du mich im Kampf unterrichten? Dazu bist du 32. Gut so. Dazu. Gut. 1, 2, 3, 4. Gut. Du hast nicht genug Gold ab. Willst du mich verarschen? Zeig mir deine. Fuck. Ich habe. Wunderbar. Mit diesen hier. Danke. Lehre mich, ein Meister des zweihändigen Kampfes zu werden. Die Meisterschaft ist nicht nur eine Kunst. Es ist eine Verpflichtung. Ich sehe, dass du bereit bist, diese Verpflichtung auf dich zu nehmen. Mit der Meisterschaft werden deine Angriffe noch gefährlicher, noch härter. Und vergiss nicht, es ist die Übung, die den Meister macht. Also, vollführe deine Übungen. Zwei Level-Ups. Wie sieht's mit deiner Zustimmung aus? Gut, du weißt alles über den Kampf mit zwei Waffen. Meine Prüfung hast du bestanden. Du bist sehr stark geworden. Schön! Doch die Besten von uns haben eine andere Aufgabe, als Wachen für fette Händler oder Sklavenjäger zu sein. Die Besten von uns dienen Belia höchstpersönlich als Tempelwächter. Du wirst einigen schon begegnet sein. Zu dieser Ehre gehört auch eine neue Rüstung,
die ich dir gegen eine kleine Spende geben kann. Zeig. 150.000 Gold. Du willst mich verarschen. Aber der hat 6.000 Gold. So viel klauen, ey. Das ist unglaublich. Suncrawler-Zangen habe ich auch wieder so viele. Messer kann weg. Die ganzen Tränke weg, das weg. Telekinese kann weg. Goblin, Skelett beschwören weg. Oder Skelett beschwören ist das nur weg damit. Oder doch, Skelettbeschwören behalte ich mal. Okay. Wie weit bin ich mit den Prüfungen? Ja, wenn einer Zubens Mann ist, dann bist du das. Geh zu ihm. Ich denke, die Prüfung ist vorbei. Die Prüfung der Assassinen. 100 Ruf. Und zu dir, Sklave, komme ich nachher. So, Prüfung ist vorbei. Ugrasal schickt mich. Ich habe deine Prüfung erledigt. Gut, dann bist du jetzt mein neuer Mann. Ich gratuliere. Welche Aufgabe hast du für mich? Der Sand birgt alte und mächtige Geheimnisse. Die Orks graben in den Ruinen. Sie suchen etwas, das sie nicht verstehen. Nur Xordas scheint es zu verstehen. Sie suchen etwas, das sie nicht verstehen. Nur Xardas versteht es. Ah, ja. Sag mir, wonach suchen sie? Welch düsteres Geheimnis glaubt Xardas zu kennen? Welche alte Macht hofft er zu finden? Suche Xardas auf und finde heraus, wonach er die Orks graben lässt. Xardas sucht die 5 Artefakte Adanos. Das ist es also. Die Artefakte Adanos. Die Macht der Götter. Verstehe. Was weißt du darüber? Die Artefakte Adanos öffnen das Tor zur Welt der Götter. Das Tor zu Beliar. Mit Hilfe der Artefakte kann er sich dir selbst offenbaren. Wenn du diese Artefakte im Tempel Beliars einsetzt, dann wirst du einen Teil seiner Macht empfangen. Vorausgesetzt... Vorausgesetzt was? Du besitzt den richtigen Fokus, um die Macht auf dich zu lenken. Was ist dieser Fokus? Mein Stab. Der Stab des ewigen Wanderers. Ich will dir ein Geschäft anbieten. Was ist das für ein Geschäft? Besorge du dir die 5 Artefakte Adanos. Dann werde ich dir den Stab des Wanderers geben. Und du kannst die Macht Belias empfangen. Verstehe. Okay, damit haben wir unsere Mission. Ich gucke jetzt nochmal so nach, welche Dinger ich so hab. Ja. Aha. So, Rufpunkte. Waldvolk 100, Assassinen 79, Nomaden 16, 36 Rebellen, 26 Orks, 25 Nordmar.
Gut, dann würde ich sagen, gehen wir nach Morasul. Und von Morasul aus werden wir dann im nächsten Part weitermachen. Gut, ich stelle mich jetzt so noch vor dem Tempel, damit ich weiß, jo, wir wollen im nächsten Part endlich in den Tempel gelangen. Hat ja auch lang genug gedauert. Denn das ist ja unsere eigentliche Mission. Die 5 Artefakte zu finden. Aber da ich weiß, dass es hier sehr unschön ausgehen kann mit den ganzen Orks, habe ich echt nur 4 Schlüssel? Ja. Okay, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, dieser Stream hat euch gefallen. Ich denke mal, Samstag morgen oder übermorgen werde ich nochmal einen Stream machen. Von Gothic 3, wo wir uns den Tempel vornehmen. Ich hoffe, ich kriege noch 15 Lernpunkte, weil ich möchte schon gerne das Talent Wassermagier haben. Aber ich denke, das ist auf jeden Fall noch drin. Ich habe hier jetzt schon wieder fast ein Level ab. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin sage ich ciao und macht's gut.